Ja, Leute, willkommen zu Balatro. Ich glaube, wer nicht unter einem Stein gelebt hat, der hat das Spiel in den letzten paar Wochen mal mitbekommen. Ich hab's da, wo es rausgekommen ist, eigentlich direkt gekauft. War dementsprechend einer, der es durchgehend spielen durfte. Denn dieses Spiel ist ein Kartenspiel. Also wir spielen gleich Poker. Mit ein paar Twists drin. Das Problem ist, dass das von den deutschen Behörden wohl als Glücksspiel fördernd eingestuft wurde und deswegen im Verkauf gestoppt wurde. Ich weiß gar nicht, wie aktuell der Stand ist. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wenn ihr es wisst. Ich werde es wahrscheinlich auch gleich sogar noch nachgoogeln. Wir spielen es auf jeden Fall jetzt erstmal eine Runde. Und wir spielen das Rote, würde ich sagen. Einfach ganz normal Standard. So. Man spielt gegen drei Gegner in jeder Runde, also in jeder Ante spielt man gegen drei Gegner, Small, Big, Boss. Minus 1 die Handgröße, das ist gar nicht mal so schlimm. Also ich habe noch nie so ein Ding übersprungen. In der nächsten Runde plus 3 die Handgröße, gar nicht mal so schlecht. Wäre das gegen den Boss, wäre das echt praktisch. Wir kämpfen gegen den. Und eigentlich, also man muss 300 Punkte gewinnen. Ich würde sagen, wir haben zwei Pärchen hier. Das heißt 6, 3, Bube, 10, abwerfen. Natürlich. Dann würde ich sagen, zwei Paare. Ja, wir spielen die Hand, also das gibt 20 mal 2, das heißt, da kommen die Punkte jetzt nochmal drauf. Asse zählen 11, Bilder 10, Zahlen die ihre Zahl halt, zählen darf das Blau und der Multiplikator kommt dann drauf. Das ist ein Full House, das ist 40 mal 4 plus die 9, 9, 9, 6, 6. Damit sind wir schon drüber, das allein hätte mir schon gereicht. Zack. Und verbleibende Hände. Also man muss oder man sollte versuchen, möglichst wenig Hände zu brauchen. Handgröße plus eine Größe, Größe der Hand. Klingt gar nicht mal schlecht. Vor allem. Oh, Moment. Kartenersche. Das ist echt strong. Ich habe das mal mit dem Graten gespielt, aber das ist auch eigentlich eher so ein Auffüller. Man kauft jetzt im Endeffekt entweder neue Karten, verbessert die Multiplikatoren, also von all dem kann man hier die Multiplikatoren und die Punkte verbessern. Ich möchte das Ding haben. Also werde ich nur den kaufen und in die nächste Runde einziehen. Auswählen. So, und dann müssen wir uns 1, 2, 3, 4 und da haben wir auch 4. Ja, es ist jetzt gerade meine Überlegung. Spiele ich jetzt auf Flush? Dann müsste ich mich jetzt halt drauf festlegen, entweder Karo oder Herz. Oder ich spiele auf den Straight. Das ist hier 3, 4, 5. Dazu bräuchte ich aber halt noch 2, 6, 7. Also die 6 brauche ich auf jeden Fall. Ich
Wie gesagt, immer möglichst wenig Hände. Deswegen würde ich sagen, ich schmeiße. Ich schmeiß die weg. 10, 10, 10, 8, 8. Oh, nicht abwerfen. Handspielen. So. Das ist ein Full House. Es gibt schon mal gut Punkte. So, dann sind wir bei 344. Zwei Damen und drei Vierer ist auch ein Full House. Full House ist, habe ich bis jetzt noch nie gespielt. Also man schießt sich nachher auf eine Richtung ein, Full House beispielsweise. Kann recht strong sein, weil man halt dann guckt, dass man nur nach den Zahlenwerten geht und nicht nach den Farben. Oh. Juhu, ich krieg Zinsen. So, für jeden Joker. Puh, plus 3. Das heißt, der würde dann. Also, als erstes nehmen wir den. Feierabend. Der ist einfach zu stark, um ihn nicht zu nehmen. Und dann werden wir hier in Tarotkarten reingehen. So, wie gesagt. Der hier ist halt auch praktisch, weil er mir eigentlich flat immer. Ach Moment, Handgröße. Nee, Blödsinn. Es gibt dann nachher die Möglichkeit, hier die Hände auch noch zu erhöhen oder die Abwürfe zu erhöhen. Ich habe es einmal gespielt, dass ich einen Joker hatte. Drei Hände plus, aber keine Abwürfe dafür. Und hatte halt einen Joker dafür, wenn ich keine Abwürfe mehr habe, zählt alles doppelt oder irgendwie sowas war's. Und das war einfach ultra strong. Und damit habe ich auch. Das war doch. Auch der erste Run, den ich gewonnen habe. So, Könige. Zwei Stück. Das hier ist der Anfang von der Straße. Das heißt, wenn ich jetzt eine 6 und 5 ziehen würde, wäre ich schon durch. So. Man kann das jetzt so spielen. Was ich auch tun werde. Weil ich ihn zwei Könige nicht abwerfen möchte. Und spiele die 4 halt mit dazu. So. Da haben wir jetzt schon mal ein echt starkes Blatt. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2. Die 6 würde mir jetzt reichen. Am besten 2 Sechser. So. Da ich aber davon aus. Also die 6 reicht mir ja auch in die Richtung. Werfe ich die ab. Perfekt. 10, 9, 8, 7, 6. Das ist ein Straight, also eine Straße. Ich spiel mal. So. So, 4, 6, 7. Wir können halt gucken, was noch drin ist. Es sind noch alle Damen drin. Sind noch alle Buben drin. Wir haben noch. Geh mal zurück. Wir haben noch die Zehner, zwei Stück drin. Logischerweise, eine habe ich gespielt, eine habe ich da auf der Hand. Es sind noch zwei Asse drin. Es ist nur noch ein König drin. Ich werde keinen Straight mehr hinkriegen. Ich werde auch kein Full House hinkriegen. Also dazu müsste ich jetzt halt wirklich schon den König und ein Ass ziehen und das ist ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich. Abwerfen, ja. Zwei Paare hätten wir jetzt. Ist nicht wahr, oder? Hier, schmeiß ab den Kack. Werfen. Ja, da haben wir nämlich jetzt das Problem, was ich schon befürchtet hatte.
Also ich könnte jetzt das hier einfach spielen. Und könnte einfach auf die letzte Hand hoffen. Weil das ist einfach nur eine High-Card, das bringt mir eigentlich gar nichts. Das sind 15 Punkte, die ich kriege. Und müsste darauf hoffen, dass ich die 10 oder das Ass ziehe. Am besten das Ass. Um halt das Full House fertig zu kriegen. Und genau das werden wir auch tun. Ich muss jetzt 10 oder Ass ziehen. Sonst habe ich verloren. Da habe ich das die 10 gezogen. Das müsste reichen. So, die zählen alle. Dementsprechend sind das nochmal 52 Punkte extra. Ja, das reicht. So. Der Ante geht hoch. Also, jetzt wird die Schwierigkeit erhöht. Wir haben den Boss besiegt. 723. Haben wir es geschafft. Finde ich stark. Was ist das denn? Wenn die gespielte Hand drei oder weniger Karten enthält. Verdiene 5 Steuer, wenn drei oder mehr Bildkarten zur selben Zeit abgeworfen werden. Wähle 1 aus bis zu 2 Jokern. Ich muss mal kurz gucken. Wo? Okay, einfach überall. Ja, komm hier. Ich öffne das Jumbo Pack. Perfekt. Ja. Also. Nee, nee, nicht überspringen. Der hier ist halt gut. Das ist ein Multiplier. Also der gibt nochmal 4 Multiplier. Also das rote hier hinten. Der ist auch echt strong. Der hat einmal das blaue. Dafür muss ich ihn aber bis zum Ende der Runde auf der Hand haben. Und er gibt halt nochmal 30 extra Punkte hier auf das Blaue. Also das sind die Chips. Blau sind Chips, Rot sind Multiplikatoren. Aber ich nehme den hier, weil er einfach flat, immer wenn er gespielt wird und zählt, er muss zählen, gibt er hier die Multiplier hoch. Und es ist ein Ass. Also safe. So, jetzt seht ihr, jetzt haben wir 53. Und wir haben zweimal das Karo Ass. So, wir müssen darauf kommen, dass wir auf möglichst hohe Zahlen kommen. Ich hoffe, ich kriege den, aber da muss ich halt echt jetzt aufpassen. Zack. Und ich muss so langsam Karten auslöschen. Es sind zu viele Rotzkarten in diesem Spiel drin. Anspielen. Zwei Paare. Und da muss ich halt gucken, was ich dann spiele. So, wenn ich diese Runde überstehe überhaupt. So. Oh, das ist ein Pärchen sogar. Schmeißen wir den Junker und ab damit. Ach, leck mich doch. Was machst du doch jetzt mit Absicht, Scheißspiel? Du Drecksspiel. Was hast du jetzt mit Absicht gemacht? Ja, hier, Junker und der König abwerfen. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. 6, 7, 10. Handspielen. Wir zählen halt nur diese zwei und das ist wichtig. Nur diese zwei würden auch ihren Effekt triggern. Huhu, ein Vierling. So. Und ein Vierling mit einem 10er Multiplier und 44 Punkten. Das heißt, wir sind bei 104 mal 17. Da sind wir bei 1700 Apples. Zack, hier, gönn dir. So. Es gibt leider keinen Fünfling in diesem Spiel, logischerweise. Die gibt's, also es gibt nur die klassischen Pokerhände. Und im normalen Poker, wenn du einen Fünfling ansagst, dann würden alle ein bisschen gucken. Für jede 9
deinem vollen Deck. Am Ende der Runde. Voll der Schrott. Also deswegen habe ich ihn auch noch nicht entdeckt, weil er Blödsinn ist. Der ist echt geil. Ich nehme ihn mit. Einfach aus dem Grunde, dass wir dann hoffentlich das Celestial Pack oder eigentlich ein Tarot Pack wollen wir aufmachen. So. 2, 5. Einen der Junker abwerfen. Ich sage, ich hasse dieses Spiel. Manchmal hasse ich es echt. Aber es ist der Hammer. Achso, die 4 noch. Die 7 brauche ich auch nicht. Wenn ich die 10 ziehe, ist das Ding durch. 2 und 6. 1, 2, ich brauche euch alle nicht mehr. Also ich gehe gerade auf den Straight. Jetzt die Frage. Ja, komm, hier. Ich muss eben gucken. Das. Das ist ein Straight. 30 mal 4. Das sind 51 Punkte, das heißt 80. 81 mal 14 reicht mir nicht. Aber ich kann, wenn ich jetzt Glück habe und den Karo-König ziehe, den ich nicht gezogen habe. Ja, komm, wir versuchen es trotzdem. Ich muss dann halt danach irgendwie gucken. Ich ziehe jetzt sowieso. Mit dem nächsten ist der Karo-König da, passt auf. So, weil dann hätte ich einen Royal Straight Flush gehabt. Also das wäre schon. Ich weiß gar nicht, was gibt der eigentlich? 100 mal 8, ach du Scheiße. So. Und Handspielen. Zack, das gibt den Multiplier. Und 1134. Ich sage, es reicht nicht ganz. Es gibt später eine Karte, die es boostet für jede Hand, die man bis jetzt gespielt hat, mit 4 Karten. Deswegen gucke ich immer, dass ich im Notfall 2 Paare spiele, die mir dann halt das hochboosten. Da ist auch egal, ob ich dann Karten dazugelegt habe, die nicht zählen oder so. Es geht nur darum. Stahlkarten finde ich nicht so geil. Boah. Ja, aber das ist halt echt unwahrscheinlich. Ich muss jetzt gegen den Boss, ne? Karten, die vor dieser Ante gespielt wurden, werden geschwächt. Ach du Scheiße. Das hätte ich vorher wissen müssen. Oh, Foil. Mal 2 Multiplier. Die ist, also Foil ist echt stark, gibt hier 50 drauf. Die hier multipliziert den hier. Und das ist echt, echt stark. Ich hasse nur Glaskarten. Glaskarten sind richtiger Schmutz, weil sie kaputt gehen können. Deswegen nehme ich wahrscheinlich die Foil und gehe das Risiko ein, das zu bereuen. Nächste Runde. So, auswählen. Ja, ich weiß. Ich habe es gesehen. Aber zu spät. 5, 7, 8, 9.
10. So. Aber bringt mir nichts. 7. Den König abwerfen. 2, 2, 4, 5. Abwerfen. Bitte was? Willst du mich komplett verab? So. Ich hatte auf ein bisschen mehr gehofft. Da ist die Foil. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt die Frage: Mache ich das Full House? Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Ja, wir spielen das Full House. So. Die hier zählen nicht und können ihre Effekte nicht aktivieren. Ich bin also ziemlich aufgeschmissen. König, König, 10, 10, 10. Handspielen. Gönn dir. Das wird nix. Das wird sowas von in die Hose gehen. Ja, war ein kurzes Video. Oh, war gar nicht so kurz. Spielen. Da muss jetzt schon echt was ziemlich Überraschendes für mich kommen. Weil, wie gesagt. Nee. Achso, Blödsinn, die aus. Und der hier. Und dann gucken wir mal, was jetzt rauskommt. Ja, das war's. Keine Chance. Keine Chance, ich kann jetzt hier die spielen und dann sagen. Sala. Aha, Sala Vista. So. Ja. Wie gesagt, die. Joker, den Gutschein, den ich dabei hatte, den. Du weißt, die Bank gewinnt immer, ja. Oh, verliere 5 Durchläufe. Cool. Verhindert Tod, wenn die erzielten Chips mindestens 25% der benötigten Chips betragen. Zerstört sich selbst. Finde ich cool. So. Nächstes Mal würde ich wahrscheinlich einfach darauf gehen, dass ich mehr Karten einfach direkt zum Anfang auslösche. Oder halt einfach auf Zinsen gehen. Naja, wir schauen mal. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Also ich finde das Spiel ganz lustig. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es aktuell verkauft wird. Gibt es, glaube ich, auf allen Plattformen aktuell. Es ist auch super gehypt worden. Wie gesagt, es hat dem, glaube ich, ein bisschen den Dämpfer verpasst, dass es dann halt das Problem mit dem Glücksspiel hat und so weiter und so fort. Natürlich ist es in gewisser Weise eine Art Glücksspiel. Glück spielt eine Rolle, aber ich finde, es ist erstens dadurch, dass es hier um nichts geht. Es ist ein Videospiel. finde ich es nicht schlimm. Und wenn man gewisse Taktiken benutzt, wird es eindeutiger, dass man sieht, okay, es gibt Taktiken, die besser sind und andere, die einfacher Rotz sind. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich dem zustimme, dass das unbedingt glücksspielfördernd sein muss. Also ich persönlich finde es nicht. Wie gesagt, diejenigen, die das Spiel gekauft haben vorher, die dürfen es weiterspielen. Die anderen durften oder dürfen es zwischendrin nicht kaufen. Wie gesagt, schaut mal nach, ob es wieder legalisiert ist. Ich hoffe es auf jeden Fall. Es ist ein schönes Spiel und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich rausgehen muss und ins Casino mein Geld verzocken muss. Also dann, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.